danke. 47. Kein Problem. Hallo. Was geht, ja? Hm? Nils. Ja? Bist du Nils? Ja. Nils. Ja. Verpiss dich von hier. Annik. Verpiss dich von hier. Annik. Annik, Nick. Jürgen hat gesagt, wenn ich dich hier sehe, darf ich dich schlagen und wegschicken. Ja, mein Vater. Oh. Kollateralschaden! Männer, wir haben einen Kollateralschaden! Was ist das? Das ist Nils. Ach, das ist Nils. Ich kann diese Scheiße nicht mehr hören. Ich kann das nicht mehr hören. Was passiert? Nils ist in seine Faust reingelaufen. Nils steckt doch nicht viel ein. Ich wollte das gar nicht, Walla! Egal, Nils, wenn du überlebst, du musst morgen nicht zur Schule. So, wir müssen eigentlich diesen Abu Henry finden. Abu Henry. Ich hab angerufen, der geht nicht dran. Ist der schlafen oder ist er wach? Ich weiß nicht, Bruder. War gerade eine Schießerei bei Gustavo, Bruder. Ich glaube, der liegt. Aslakafé hat bei Gustavo reingeschossen. Aslakafé hat bei Gustavo geschossen? Ja, ja. Sollen wir mal vorbeifahren, gucken, was da abgeht? Ja, können wir machen. Hilfe! Wer ist das hier? Mein Name ist Boris, Brustka, meine Beine. Ah. Hey Boris, warum liegst du hier? Nico war da kein Bastard, hab ich gefahren. Boris, du machst das schon. Jo, Fuego, was geht ab, Mann? Was geht ab, Bruder, wo bist du? Vom Café. Ich muss dir jemanden vorstellen, ja? Bruder, bitte nicht, Alessio. Nein, Bruder. Ich bin sofort da. Ja, dann bis gleich. Aber ja? Wie geht's Ihnen? Nils? Nein. Pablo? Nein. Müslimark! Habibi, Mr. Mark, wie geht's dir? Was geht's? Boah, hast du das gesehen? Aywa, aywa! Habibi, warte, mach Foto von Seite, ihr Team! Abo! Hallo! Was machst du da? Bruder, ich kann... Hey, du hast uns Ich hab doch keine Ahnung, Herr Selami. Bruder, was machst Bruder, du? Bruder, Handbremse, Herr Selami, Handbremse! Bruder, der Wagen ist zu lang, Herr Selami! Mark, bitte fahr du, ich kann nicht mehr. Bruder, ist das dein Ernst? Du weißt, ich hab keinen Führerschein. Ey, Bruder, wir haben jetzt hier drei Leute. Ja, Bruder, der Medi macht das schon, komm. Okay, Pablo, ich würde sagen... Rein, Pablo, ich würde sagen... Ja. Ich würde sagen, wir ziehen den Film von Mr. Frost durch, ja? Wir warten noch auf die ganzen Männer. Schatten, was machst du da auf dem Boden hier, Salame? Ich zieh mir eine Weste. Ah, da ist die Gang. Das ist die Gang, Cousin. Das ist doch die vollkommene Gang. Tamam, ey! Ich hab Voice Crack. Guck mal, Boris Brusta, wo ist Boris? Hier hinten, mit dem Messer in der Hand. Boris, das ist die Familie von Abu Khair. Salamu alaikum, Familie. Okay. Pablo. Shalom. Hey, Abu Khair. Das ist die gesamte Sonderschultruppe. Geht mal alle jetzt, jeder von euch zieht sein Handy raus. Alle in den Funk 4547. Die Leute, die goldschwarzes Hemd tragen, gehen jetzt bitte 2 Minuten Zeit, sich umziehen, komplett in schwarz. Okay, ich würde sagen, die ziehen sich erstmal alle um und dann chillen wir kurz 6 Minuten nach der Wende, kommen wir rein und machen ein mieses Ding, Bruder. Wallah, du hast geredet wie ein Löwe. Komm mal kurz einmal auf ein Wort. Ist das Angebot immer noch auf? Welches Angebot? Abu Khair? Nein, Bruder, Sache ist vorbei. Komplett? Du hast doch reingekackt. Dafür habe ich 3 Tage Urlaub bekommen? Yalla, einer soll sich auf mein Gesicht hinsetzen, yalla. Tut mir leid. Schatten, setz dich hin. Schatten, setz dich hin. Wie ein Mann, Alter. Schatten, setz dich hin. Ich schwöre dir, Niklas, Walla, du kriegst eine Kugel in den Kopf, Walla. Abu Khair, ich mach das. Halas. Nein, nicht aufstehen, nicht aufstehen. Okay, warte doch, steh auf. Ich kann nicht aufstehen, warte. Warte, ich kann nicht aufstehen. Jetzt. Niklas, mach Platz, du. Ja, yeah, komm. Du Butler, Alter, geh da hinten. Setz dich hin, red nicht viel. Schatten, deine Beine auf meine Beine. Baklava und Tee. Hört mal. Also, der war auf jeden Fall real, Wallah. Kannst du mir erzählen, was du willst? Wallah, der war real, Wallah. Aber okay, man hört dich nicht. Okay, hört auf. Der traut sich nicht an. Wir sind gleich tot. So Jungs, wir haben jetzt genug Bediener im Dienst, das heißt, wir können einen Bankraub machen. So, an dem Raub beteiligt sein dürfen 6 Leute von uns. Ja, die restlichen machen Geiseln. Wir werden pro Geisel werden wir ungefähr 5.000 bis 6.000 Dollar kriegen.
und für eine Gazelle freien Abzug fordern. Das bedeutet, wenn wir in den Laden gehen, beziehungsweise bevor wir in den Laden gehen, ja, 6 Leute, die an dem Raub teilnehmen, bleiben bewaffnet, die anderen lagern bitte ihre Waffen ein. Weil wenn ihr als Geiseln seid und rausrennt, werden die euch kontrollieren. Okay. Schatten? Ich will eine Geisel sein, ich will eine Geisel sein. Ich mag, dann geh bitte hoch. Dann guck mal, die Freiwilligen, die Geiseln sein wollen, geht bitte hoch, lagert eure ganzen Sachen ein. Bitte. Lasst nur Handy bei euch. Ja. Schatten? Bist du neu bei uns? Ja, Bruder. Bitte. Abu Khair, hör dich. Broker? Ja, Bra. Abdul? Ja. Boris? Wir haben Boris in Paragon. Und Fuego. Wo ist Fuego? Fuego. Wo ist Fuego? Fuego ist nicht da. Ich schwöre dir bei Gott, Niklas, du fängst gleich eine Kugel, Bruder. Wallah. Ich schwöre dir bei Gott, du fängst in die Kugel, ich lass dich ausbluten. Ich lass dich ausbluten, Wallah. Abu Khair, ich schwöre auf alles, ich fahr das nicht. So, Broker, Schatten, Boris, Abdul, Rambo und Niklas. Bruder, du hast 8 Namen genannt, die ich alle nicht kenne. Boris ist ein neuer Freund. Und Pablo gehört zur Familie. Willkommen back. Ja, Niklas. Ja. Der ist für dich. Funkcheck. Hallo, bist jemand? Ja, wer bin ich? Wo seid ihr? Wir sind mit Jungs, alle bitte zu 7302. Soll ich schon mal starten? Felto, brauchst du Wasser oder sowas? Alle erstmal vor den Laden. Keiner startet irgendetwas. Boris, ich hab alles, Bruder, dankeschön. Okay. Alle in den Laden rein. Pablo. Ja, Bruder. Niklas oder Abdul, wenn die Faxe machen, schieß sofort in den Kopf. Okay. So, wer ist der Bruder hier vorne? Ich bin Tayo, mein Bruder. Das ist mein kleiner Bruder, ja. Okay, dann geht bitte hinten in den Raum rein. Oder alle nach hinten in den Raum. Boris, alles gut, Bruder. Mal wollen wir noch abstarten, ja, aber wo ist das, Bruder? Alle nach hinten. Alle nach hinten. Alle nach hinten. Broker auch. Niklas, wo bleibst du, Niklas? Ich weiß, du bist am Leben, Niklas, wo bleibst du? Ja, dann lass du deins an. Alles gut, lass du deins an. Die anderen bitte alle ausziehen und dreht euch alle mit Rücken zu mir. Ich muss euch alle fesseln. Ja, oh, warte, sorry. Ich brauche eine Waffe. Ich habe meine Waffe gerade dem Bruder von Fuego gegeben, damit ich starten kann. Warte, ich hol mir jemand anderen. Soll ich machen? Ich habe Knarre. Nein. Jungs, nein, bitte hört mir zu. Keine Kamera. Den Raub, gib die Waffe bitte Abu Khair wieder zurück. Okay. So, Jungs, ihr zwei Schatten und du, mein Bruder. Ja. Kommt hier, beide hier hin. Hier hinter den Typen. Hinter den Typen. Du fesselst mich noch kurz? Ja, klar, geh nach hinten wieder, komm. Mhm. So, hast du gegeben, Waffe, Bruder? Ja, ich habe gegeben. Pablo. Gleich kommt Abdul mit weiteren 3, Bruder. Unter anderem auch Niklas. Du gibst den Anweisungen. Wenn die nicht das machen, was du sagst, Bruder, schieß einfach. Okay. Ich starte und darf den Laden nicht verlassen, ne? Genau, du darfst den Laden nicht verlassen. Ich gehe raus zum Verhandeln. Okay. Du verlässt den Laden erst, wenn du das Geld bekommen hast. Du wirst sehen, dass du das Geld bekommen hast. Ja. Dann werde ich abmachen, dass wir für eine Geisel freien Abzug kriegen. Das heißt, wir werden in den Heli steigen und abhauen. Okay. Abdul. Ja. Niklas. Ja. Ihr hört genau auf das, was Pablo euch zu sagen hat. Okay. So, beide ausziehen, Bruder, nach hinten. Ja, ja. Ausziehen beide? Ja, alle 3 ausziehen und nach hinten, ja. Geisel oder was? Ja, ja, ihr seid Geisel. Die Zahl von Geisel, ne? Ja, ja. Schatten, beide weg. Ich hab noch eine Knarre mit mir, nimm die mal weg. Oder warum haben wir alle die gleiche scheiß Boxershorts an, ja? Abu Khair? Ja. Hast du einen Fluchtplan für dich? Du weißt, wie du wegkommst, ne? Alles gut. Warum gehst du nicht nach hinten, Bruder? Bruder, ich hab ne Knarre. Ja, dann schmeiß sie doch auf den Boden. Ich will nicht als Geisel rübergehen. Warum nicht? Geht in Helikopter, ich brauch Helikopter nicht. Alles gut. Was willst du sonst machen die ganze Zeit jetzt hier? Bruder, ich versuch mit Auto abzuhauen, Bruder. Ich nehm ein paar Leute mit, die mit Waffen haben. Und ihr geht mit Geld mit Helikopter, ist doch alles gut. Nimm die Scheiße ernst, Bruder. Ja, ja. Boah, diese amerikanischen Süßigkeiten, ne? Ich schwöre dir. Allein die Verpackungen machen Bock drauf. Meteorit. Zebra Bar. Earthquakes. Was haben die noch hier? Wallah, die verarschen die Leute, die haben überall die gleichen Produkte hier, Salami. Ey, du Schwanz, hast du keine Sonnenblumenkerne? Okay, hört mir mal genau zu. Ich gehe jetzt im Funk rein und werde alle Informationen, was die Bullen machen, tun und euch weitergeben. Wallah. Ja. Ja, warte. Alarm wurde ausgelöst. Ja, aber man hört Abu Khair nicht. Du hast angefangen. Doch, man hört den. Du hast angefangen, den Plan zu planen. Ihr wisst doch. So, sehr gut. Alle Geiseln bleiben drin. Raubüberfall. Alle Geiseln bleiben drin. Raubüberfall. 585. Ja, du kannst im Laden bleiben, aber nicht Laden verlassen. Pablo, der muss noch gefesselt werden hier. Pablo, ich höre dich, Bruder. Ich höre dich, ja. Okay, ich mache dir alle Informationen. Raubüberfall.
Bruder, mach. Bruder, du hast keinen Empfang. Ja. Pablo, komm mal kurz. Warte, lass mal kurz Pablo in Ruhe. Warum erst das? Leerzeichen. Ja, ich hab verstanden. Ich geh nicht aus dem Scheißladen raus. Ich bin Broker. Ey, darf ich den Raum nicht verlassen oder den Laden nicht verlassen? Den Laden, du darfst den Laden, nicht verlassen. Okay, bleib hier drin, Bruder. Bedroh den einfach weiter. Was denn? Nein, ich kann doch so aber nicht gucken, den Laden verlassen. Weil jetzt bin ich bei Abukhir. Jetzt macht Spaß. Oh, Mann. So, Leute. Wie gesagt, gleich kommt ein Heli. Bruder, das ist so ein Chaos. Oben. Leute, von oben sieht der Heli, ob wir gefesselt sind oder nicht. Deswegen, bleibt alle so und Dings da real. Fuego, weißt du, was ich in Chaos liebe? Was denn? Meine Ordnung. Der war stark. Nein, nein, mein Bruder. Noch keiner verlässt den Laden. Der war echt stark. Abukhir, nicht aus dem Laden raus, ne? Ja, ich hab's verstanden. Abukhir, wenn die in China sich putzen, ich hab das Zeug drin, ich hab das Zeug und ich kann direkt auf den Backup und hol das Geld und gib mir das, dann hau ich direkt ab. Abdul! Ja. Helikopter. Hallo die Herren, wir sind da, um mit Ihnen zu reden. Scheuer Schranke! Zeig mal deinen Tanga! So, stecken Sie Ihre Waffe bitte weg, der Herr. Genau. Komm hier hin. Würdest du mir jetzt Vorschriften machen, ob ich meine scheiß Waffe wegstecken soll oder nicht? Oder bitte wie? Bleiben Sie ruhig, der Herr, wirklich. Ich bin ganz ruhig, aber was soll das? Ich weiß, warum ihr hier seid. Hier. Erzählt mir nicht, warum ihr hier seid. Wir möchten mit Ihnen reden. Wir freuen uns, dass es Ihnen gut geht. Zeig mal deine Backen! Wir hoffen natürlich, dass es Ihnen gut geht. Schranke! Oh, wir wollen eine Schranke. Einen wunderschönen guten Abend. Fikret Azadi, mein Name. Assalamu alaikum, rahmatullahi wabarakatuh. Oh, scheiße. Wir haben einen Notruf erhalten, dass hier ein Shop-Raub am Gange ist. Die wichtigste Frage ist, haben Sie Winterreifen oder nicht? Selbstverständlich haben wir Winterreifen. Okay, ich werde gerade angerufen. Einen Moment. Das ist unwichtig. Ey, Fickel, komm mal schnell zum Dings. Komm mal schnell ins Café. Komm schnell ins Café. Nein, Continental. Ich kann jetzt nicht. Komm mal ganz schnell ins Café. Schnell. Ich kann leider. Aber das ist doch dieselbe Marke. Ich würde Porsche sagen und die anderen. So, dann schleppe ich jetzt den Helikopter ab. Nein, tust du nicht. So. Alles klar, dann werde ich das nicht tun. Herr Fikret Azadi. So, passen Sie auf. Wir haben einige Geiseln im Schlepptau, ja? Sie haben eine Geisel da drin, ja? Ja, nicht nur eine. Wie viele Geiseln haben Sie da drin? Ich habe 5 Geiseln. Fünf Geiseln haben Sie da drin? Darf ich die Spritze? Ja, genau. Sie möchten eine Runde mit dem Lamborghini drehen? Mhm. Schatten. Das geht leider nicht. Warum wird denn da geschossen da drin? Haben Sie Ohrenprobleme? So ein Bankraub, Alter. Bisschen, ich werde gerade voll mit SMS bombardiert. Ja, dann geben Sie mal Ihre Nummer. Ich schicke auch eine SMS. Ich werde das Handy nicht in die Hand nehmen. Ich habe meinen Flugmodus schon angemacht. Aber wir können gerne weiter die Verhandlungen führen. Gut. Okay, dann zurück zum Thema. So, wer macht Verhandlungsführung? Wer macht Einsatzleitung jetzt von euch beiden? Wie verfahren wir? Sie haben 5 Geiseln. Ja, ich höre dich. Ich kann aber nicht laut reden. Ich habe sogar einen PD-Geisel, ja? Ich bin auf einer vom Motorrad. PD sogar. Ja, ich habe wie lange, wie viele Sekunden brauchst du noch, um rauszukommen? Steig direkt auf mein Motorrad, ich fahre über die Berge weg. Was wollen Sie? Bruder, nein, ich habe doch den Heli extra hier. Geiseln 1 sind hier vorne haben. Aber natürlich. Kann ich sie oder ich alles, können auch alle zusammen. Oder halt dich einfach an dem Plan. Ich mal frage, wie es dem geht. Gut. Alles klar, wartet. Ich habe viele reingemein auf den. Sehr gut. Aber soll ich 1-2 Bullen mal abklären? Eben gerade hat jemand hier geschossen und eine Waffe in der Hand gehabt. Hinterhin. So, können Sie zählen? Das sind 5, 4 Nackte, ein angezogener. Der wollte Schatten, komm mal rein. Lass mal Rambo die Verhandlungen machen. Helfen Sie mir bitte. Oder wir müssen Zeit durchschlagen, damit du das Geld bekommst. Nein, ich hab mir in die Hosen gemacht. Bereit euch, Alter. Holt mich hier raus, sofort. Wird euch Gewalt angedroht? Nein, wird nicht. Ja, ich wird keine Gewalt angedroht, ja? Ich meinte, wenn das nicht so schnell geht, krallt ihr mir meinen Kopf. Okay, braucht ihr was zu essen oder zu trinken? Doch, erst noch eine neue Unterhose. Sag schon, verpisst euch. Wir brauchen Freiheit. Ja, wir essen und trinken bekommen. Essen, ja. Meine Frau wartet. Okay, wir werden euch gleich da rausholen, ja? Danke. Schnell. Hey. Okay, reicht. Rein mit euch. Hey. Was ist das hier? Frau Petura. Euer Helikopter steht immer zur Verfügung. Das liegt nicht in unserem Ermessen. Gut. Alles gut. Ihr besorgt mir jetzt einen neuen, dafür kriegt ihr eine Geisel. Alles gut, Jungs. Wir haben keine Helikopter aktuell zur Verfügung. Ist mir scheißegal, dann schickst du den Governor und der kauft jetzt einen Helikopter. Das ist mir egal, wo hier. Der Governor ist nicht mehr in der Stadt, tatsächlich. Dann holt den Commissioner und der soll einen kaufen gehen. Der Commissioner ist auch nicht in der Stadt.
ich bin der Ranghöchste hier gerade in der Stadt und ich habe nicht das Geld, um einen Helikopter zu kaufen. Das tut mir sehr leid für Sie. Mhm. Jedoch können wir Ihnen gerne ein Fahrzeug zur Verfügung stellen. Nein, Helikopter. Haben wir aber leider nicht, der Herr. Sie hatten einen Helikopter, wir können nichts dafür. So, dass pass Sie auf, wenn ihr nicht in der Lage seid, ja, euer Einsatzgebiet bzw. eure Sperrzone zu verteidigen, ist das nicht meine Schuld. Ihr besorgt mir jetzt einen Helikopter oder ich gehe rein und mache Rambazamba mit den Geiseln. Der Herr, wir können Ihnen leider keinen zur Verfügung stellen, wirklich nicht. Es ist keine Bitte und es ist auch keine Option. Und Sie packen ganz schnell mal Ihre Waffe weg. Aber ganz kurz, Sie sind mir hier gerade viel zu aggressiv. Wir beruhigen uns ein bisschen. Mhm. Wir atmen alle ein Stück durch. Wir wollen hier die Geiseln nach Hause bringen. Sie wollen ihr Geld haben und bestimmt auch zu ihren Familien Hilfe! Nach Hause gehen. Hilfe! Genau, das ist das Ziel am heutigen Abend. Wie Hilfe! Gesagt, wir können leider keinen Helikopter zur Verfügung stellen. Alles andere können wir gerne darüber reden. Wir können nichts dafür, dass Ihr Helikopter jetzt beschädigt wurde. Das tut mir sehr leid für Sie. Und wir können gerne Ihnen ein Fahrzeug zur Verfügung stellen. Bisher sehen wir hier, wie ich sehe, links ein Fahrzeug. Das können wir gerne vereinbaren, dass wir die Nagelbänder entfernen, sodass Sie hier ein freies Geleit bekommen. Ihr habt keine Nagelbänder. Können. Bitte? Habt ihr Nagelbänder gelegt? Selbstverständlich, wir legen immer Nagelbänder. Okay. Bruder, besteh auf dein Heli. Ich kläre kurz eben ab. Gern, machen Sie das. Hast du das Geld? Ich hab das Geld, ja. Gut, die sind nur zu dritt, wir knallen jetzt alle drei weg und machen wir beim Frieden noch. Okay, warte mal. Andere Chance gibt's nicht, die holen kein Heli. Schatten, komm nach vorne. Schatten, geh raus, mach dein Ding, alle drei. Das ist Fickrit. Das wird jetzt maximal peinlich. So, bring ihn mal an. Ah, Abocher. Ach du Kacke. Wolltest du mich loggen? Also flüchten könnte die nicht von hier. Selbst wenn die sich kommen. Wenn die gleich platzen. Die wären nicht weit gekommen. Kaffeekusis, merkt euch das, Männer. Da wird es eine offene Rechnung sein bei Kaffeekusis. Woher? Ich dachte, wir haben hier, Herr Mediziner, hier, erst die Pedila. Erst die Pedila. Erst die Pedila, selbstverständlich. Und die dahin müssen noch stabilisiert werden. Ey, Asadi, ich wollte mal einen Schokoriegel kaufen, ich schwör, Mann. Ja, genau, erstmal die Pedila. Herr Asadi. Warte, wir sichern ab. Kollegen, seid ihr bereit? Warte, wir machen erstmal die Geiseln. So, gehen Sie bitte an die Seite, direkt, Herr Mediziner. Kümmert ihr euch um die, die jetzt hochgeholt werden? Wir kümmern uns um die Geiseln. So, sollen wir die festsetzen direkt? Also, ja, oder sollen immer, wir... immer. Und direkt in die Fahrzeuge. Ja, aber ich meine... So. Ihr auch einmal fesseln, bitte. Ich sichere ab. Ihr macht das, wir machen drinnen die Geiseln. So, der kommt zurück. Hey, beruhigt sich, Mann! Hallo! Hey! Lauf, Forrest! Lauf! Selina, beruhig dich, Selina! Selina, Alter, Wallah! Selina, mach kein Faxen hier, sondern wir wollen euch hier auf diese andere Sachen. Bleiben Sie stehen, das bringt Ihnen nichts. Selina! Du Schranke! Das bringt nichts! Bleiben Sie stehen! Beruhig dich, Selina, auf zu schießen! Lass den Polizisten stecken! Lag immer vor dir, Dieb! Darf ich jetzt stehen bleiben? Darf ich hier tanken? Ja. Lag Fadi einfach überlaufen. So, drehen Sie sich darf um. Ich fahren Sie jetzt darf weg, ich fahren, der fahren ich bleib doch ja, fahren Sie weg, an. Verdammt. Ja, ich weg. Selina, hör auf, Selina, tut mir weh! Wuhuhu! Haha! Abdul, du bist ein Motherfucker! Ich hab das Geld, fahr, Bruder, fahr! Ich hab das Geld, fahr! Das war das erste und letzte Mal, dass ich dir helfe. Bruder, fahr, ich hab das Geld, fahr! Schwanz, Pablo! Lag, das gehört zum Film, du Idiot, fahr! Das war genauso geplant. Mein Job umsonst gesagt, geh den Laden verlassen. Mein Job umsonst gesagt, stell dich da oben hin. Das war genauso geplant, mein Bruder. Wenn Abocher was plant, dann geht der Plan immer auf. Wallah, Alter. Ihr redet über Abdul. Wallah, alle sollen bei Abdul rein, wallah. Ja, Hype. Schau alle bei dir rein. Hype, Cousin. Hype. Ja, Bruder, ihr habt Abdul zum letzten Penner gemacht. Wallah, fahr, ich hab das Geld, ja, Team. Nicht dahin, nicht dahin. Du fährst zurück. Nein, ich fahr zum Dings. Fahr nicht ins Café, der Fikret Asad hat mich gesehen. Ey, die Selina hat mein maximal schlechtes Dings gemacht, schlechten Job gemacht. Aber das war genau der Plan, Bruder. Ich wusste, dass du kommst in letzter Not. In letzter Sekunde, ich wusste, dass ja, du wo kommst. Wo soll ich hinfahren, Bruder? Fahr in Richtung Dings, Cousin. Fahr in Richtung Sterne, mein Bruder. Sky is the limit. Star Wars. Wo kann ich schon mal Geld waschen, Bruder? Holla, in meiner Waschmaschine. Anik! Lack, ich hab aber Geld bei mir geholt. Die wohnen alle. Ha. Du kannst später erklären, was für ein krasser Held du bist. Fahr! Okay, hol die im Knast ab, Jalla. Jalla, okay, Jalla. Wer ist das?
Die holen die Shababs, Bruder, die verstecken sich bei Dings. Welche Shababs? Bruder, fahren nicht Kaffee, Azad, die hat mich erkannt. Nein, ich kenne dich da. Ja, Bruder, du bist doch ohne Maske, Bruder. Das habe ich dir noch tausendmal gesagt. Like, es geht nicht um Maske, Cousin. Es geht um meine Aura, die merkt der, weißt du? Wir chillen hier, okay? So, ich muss sowieso ein paar ernste Worte mit dir sprechen, Herr Sanami. Der Retter im Not, Abu Khair. Abu Khair, ja, das ist extrem laut. Aber warum haben die da alle festgenommen? Das frage ich mich. Abu Khair? Ja, Bruder. Bruder, geht's dir gut? Ich hab grad deinen Jungs im Dings gesehen. Ich bin rein, hab dem Azadi eine geklatscht. Aber bin wieder abgehauen wieder. Ey, Bruder, ich bin hier Dings, Bruder. Ich bin hier an der Ecke und am Telefonieren mit dir. Mir geht's gut, Bruder. Ja, aber ich bin mit Zaytun zusammen. Wir waren gerade in der Tankstelle drin. Ich hab deine Jungs gesehen. Wallah, ich hab dem so einen Nackenklatscher gegeben. Auch Henry. Die haben mich alle getasert. Kannst du Geld waschen? Natürlich, Bruder, kann ich das. Ich schick dir Standort, ich geb dir Geld. Wasch das bitte für mich, ja? Tamam, okay, schick Standort, ich komm. Abdul, komm mal zu mir, Bruder. Ja, okay. Ja, Bruder. Bruder, bist du davon gekommen? Ich will mich verarschen, Mann. Ich bin davon gekommen und hab das Geld. Ich gebe das einmal ab. Bruder, was ist passiert hier? Was war das für ein Maskara? Bruder, der Plan ist aufgegangen. Ich hab das Geld, alles gut. Laden bei dir? Nein, ich muss einmal kurz Geldübergabe machen. Salam alaikum. Ja, okay, Salam alaikum, Jamal. Ich ruf dich an, wenn ich fertig bin. Okay, ciao. Salam alaikum. Oh, ja, Abu Zaytun, wie geht's Abu Zaytun, ja, Salami? Gut, wie geht's euch? Habibi, wallah, ich hab 89.000, ich hab 89.000 Schwarzgeld. Ja. Wie mach ich das? 25-30% ist es, Bruder, nehmen die davon. Ja, ich weiß. Eine Sache, Bruder, als allererstes. Ja. Bruder, du weißt, du bist eine große Abi, dein Name ist Abu Khair. Du kommst nur mit einem lauten Salamu alaikum. Laut starkem Salamu alaikum. Laut starkem. Weißt du, ich habe ein bisschen viel Darbi genommen und ein bisschen Alkohol getrunken und habe bei dir am Laden geschossen, Bruder. Es tut mir leid. Alles gut. Deswegen habe ich auch. Ich habe deine Jungs dort gesehen, bin hin, habe dem Azadi einen Nackenklatscher verpasst. Hast du gut gemacht, der kleine Hund. Ist alleine? Ja, und dann. Okay, Bruder. Also, ja. Aber ich muss. Warte kurz. Ich ruf kurz an, warte, ob der da ist. Fuego. Henry. Ja. Bruder. Ja. Wer hat das geplant? Abu Khair. Pablo hat geplant. Abu Khair. Was ist das für eine scheiß Planung, Alter? Bruder, das ist, der Plan ist doch aufgegangen. Ja. Bruder, Hammer der Plan ist aufgegangen. Ihr habt auf Kopf geballert. Ja, scheiß auf Kopf, Cousin. Das ist Arbeitsrisiko. Ja, tamam, Arbeitsrisiko hin und her, aber. Bruder, du kannst doch nicht auf Kopf ballern, so, während du 5 Geiseln hinten hast. Bruder, mein Name ist Abu Khair und ich komme immer mit einem lautstarken Salam alaikum. Alaikum salam. Bang, 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 bang. Amam, bang, bang, bang. Alles gut, Bruder. Zum Auto einstecken. Wer war das? Ich weiß nicht. Steig ein, Abu Khair. Abu Khair, du bist gefickt, wenn du einsteigst. Hä? Meine Fresse, Alter. Bruder, können wir uns mit diesem... Yo, Mr. Azadi, was geht ab? Abu Khair. Was läuft, Mann? Alles bestens, Azadi. Was geht bei dir, Mann? Du wolltest mich locken und bist jetzt abgehauen. Warum? Was ist da los? Wir sind auf einer sehr coolen Ebene, Azadi, aber wie gesagt, ich war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Ich wollte Schokoriegel kaufen. Steck aus. Warum bist du denn abgehauen? Ich bin nicht abgehauen. Ich wurde abgeholt. Das ist doch euer Problem. Das ist meine Angelegenheit. Ist das so, ja? Ja, ich wollte nur Schokoriegel kaufen. Dann stell dich jetzt beim LSPD. Ja. Wir gehen der ganzen Sache nach. Warte mal. Ganz kurz, Azadi. Ganz kurz. Hast du $100 dabei? Ja, das hab ich. Achso, warte. Ich muss einmal tasern. Aber okay, ich ruf dich gleich an. Ich muss dir kurz was erledigen. Okay, mach dein Ding. Alles gut. Was? Wer hat da schon wieder auf den geschossen, Herr Selami? Abu Khair. Ich glaube, das war mehr als ein Beweis genug, dass ich dich wieder aus der Scheiße rausgeholt habe. Dass du auch mal siehst, dass du mit kleinen Kindern irgendwelche Pläne machst, irgendwelche Pablo. Weißt du, wer Pablo ist? Warte kurz. Meinst du, das war nicht mein Plan? Meine Fresse! Warte, ganz kurz, warte. Oh, Alter. Schick dir Standort, ich musste wechseln. Würfelpack oben auf Dach, yalla, ciao. So, sorry. Warte, ich muss auch telefonieren. Ja, Bruder. Sorry, Bruder, ich musste dringend auflegen. Auf uns wurde auf einmal geschossen, Bruder, keine Ahnung. Nein, Stress, ja. Wo bist du? Ich laufe gerade zur Garage bei 8037, da steht mein Auto. Okay, kannst du Würfelpack kommen auf Garage oben? Okay, ich bin. Warte, bevor du kommst, da. Bevor du kommst, Cousin, ich wollte eigentlich, dass du kommst, dass du das Geld nimmst, damit du das wäschst. Kannst du das? Ja, yeah. Ja, ich habe einen Kontakt dafür, Bruder. Also ich selber kann es nicht, das können Leute, die schon andere Connections was haben. Was nimmt der Prozente? 20%. Ist okay, komm vorbei, schick dir Standort.
Ich weiß halt nicht, ob der gerade am Start ist. Ich ruf den gleich an. Ich komm. Okay, okay. Schick mir Standort über SMS, Bruder. Ciao, ciao. Ach. Bruder, was ist los mit dir? Ach. Hast du viel Ibrahim Tattelsatz gehört oder was? Bruder, das war der Plan. Das ich wusste, pass auf. Das hat nichts mit dem Plan zu tun. Ich bin rausgegangen aus eurem Scheiß. Ich weiß doch, Plan, Bruder, warum Alter. Ich dich positioniert habe, Bruder. Du bist wo der. Hast du mich positioniert? Ich hab dich positioniert. Ich wusste, dass du so bescheuert bist, dass du da auf einmal irgendwelche Filme machst, mit Auto kommst und mich retten wirst. Das ist doch mein Plan, Bruder. Abu Khair hat immer einen Plan. Und das war der Plan. Plan ist aufgegangen. Abu Khair. Ja. Mit solchen Henrys. Solche Verräter will ich nichts zu tun haben. Wer hat auf Henry geschossen jetzt gerade? Keiner hat auf Henry geschossen, auf Abu Zaid wird geschossen. Warum wurde dann auf Abu Zaid geschossen? Ich weiß nicht, warum auf den geschossen ist. Und zweite Sache, Bruder. Ja, warte kurz, ich muss dir das Geld geben. Bruder, wie gebe ich dir das Geld? Abu Khair, willst du eine ehrliche Meinung von mir? Bruder, der Plan ist doch aufgegangen, was wollt ihr alle von mir? Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt an deinen Plan. Fuego, gib mal erstmal deine Nummer. Gib mal erstmal deine Nummer. Bullen. Bruder, jetzt nochmal zu der Situation von vorhin. Wir haben hinten 4 Geiseln. Wir haben vorne 4 Mann. Einer macht die Verhandlungen und 3 sollen schießen, wenn ich sage, schieß. Ich habe bewusst Abdul positioniert, weil ich wusste, dass er in letzter Sekunde kommt, weil er bescheuert ist. Irgendein Film lässt er sich einfallen und er kommt und holt mich da raus, Bruder. Ist der Plan aufgegangen, ja oder nein? Natürlich ist der Plan aufgegangen. Ich bin da vorbeigefahren, ich habe gesehen, euer Helikopter ist wie ein Marienkäfer auf dem Rücken. Darf ich meine Meinung dazu sagen? Ja, Bruder? Gerne. Sag mal deine Meinung, mein Bruder. Abu Khair. Ja. Guck mal, Bruder, ich weiß nicht, was du von mir hältst, okay? Ja. Aber ich mach die Sache wirklich schon seit Jahren, ja? Ja. Und ich sagte wirklich, das war der schlechteste Raubüberfall, den ich jemals in meinem Leben erlebt habe. Okay, warte ganz kurz, Fuego. Warte doch mal. Habt ihr das Geld, ja oder nein? Bruder, ganz kurz. Ich bin da dumm und dämlich rumgefahren. Stell mal vor, ich hätte kein Auto gehabt. Dann wärst du doch weg vom Fenster, mein Bruder. Abdul, ganz kurz. Abu Khair, wir haben das Geld, okay? Ja. Was hätten wir gemacht, wenn du da draufgegangen wärst? Denkst du, das Geld ist uns mehr wert als du? Oder scheiß auf das Geld, Hauptsache du kommst da lebend raus, okay? Und die nächste Sache ist, aber sitze ich gerade nicht vor dir und atme? Du sitzt vor mir und atmest, aber es könnte auch ganz anders ausgehen. Bruder, du kannst nicht, also wirklich, wenn du 5 Geiseln hinten hast, kannst du nicht anfangen, auf Bullen zu schießen, ohne deine Joker hinten selber, Niklas. Zu benutzen. So, du hast 5 Jogger hinten, Bruder. Benutz doch welche von denen. Du wärst da weggekommen ohne irgendeine Schießerei. Weil ja, die wollten so uns keinen Heli Bruder. Bringen, Bruder. Die haben den Heli kaputt gemacht und wollten uns keinen zweiten holen. Das heißt, der ganze. Bruder, dann drohst du die Geiseln umzubringen. Warte, Abu Khair, wie hast du nicht den Helikopter zerstört? Abu Khair, wie wird auf Abu Zetun geschossen? Ich weiß es nicht, Bruder. Aber derjenige, der geschossen hat, der hat mit Absicht nur einen Kugel abgefeuert. Und das war Abu Zetun. Hat Abu Zetun Probleme in der Stadt? Bruder, ja, nee. Wallah, ich würde meinen Hörer auf dich wurde nicht geschossen, auf mich nicht. Ey, mein Bruder, du hinten im Auto. Tamam. Ich? Ja. Ich muss einmal kurz mit Geld klären, Bruder. Ich mach das fertig, ich melde mich bei dir, ja? Vielen Dank, dein Feedback war genau wie mein Feedback. Tamam, okay. Irgendein Pablo macht irgendwelche Pläne, wo fast Abu Khair mit Leben bezahlt hätte. Abu Khair, guck mal, Bruder. Du siehst das komplett falsch. Du denkst, tamam, wir haben das Geld und der Rest ist jetzt vorbei. Bruder, du tust gar nicht weiter überlegen. Du denkst, also wirklich, ich will dich nicht angreifen. Du denkst aber von A bis B statt von A bis Z. Wenn du von A bis Z denken würdest, Bruder, du bringst das Wettbüro in Gefahr, dass da jeden Tag Razzien gemacht werden, wenn wir jedes Mal Kopf umballern. Könntest gerade. Stopp, ich muss einmal reingrätschen. Wer hat auf die Bullen geschossen? Also wer war so hochmutig und hat auf Bruder, die Bullen geschossen? Bruder, das war Pablo's also erstmal, erstmal heißt das Wort hochmütig, Bruder. Okay. Und ja, zweitens, stimmt, du bist ja unser Lehrer. Ich bin Sonderschüler. Und ich bin zweitens, Lehrer. Pablo hat gesagt, die wollen kein Heli holen, also machen wir Bang, 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 Bang. Ah. Aber mein Bruder, du darfst nicht Bang, 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 Bang machen, wenn du deine Joker hinten nicht benutzt hast. Droh den Bullen, dass du die Geiseln umbringst, dann, Bruder, der muss ein Heli bringen. Fuego. Ja. Yeah. Ich würde sagen, den nächsten Raub planst du einfach, mein Bruder, ja? Den nächsten Raub plan nicht, aber wir gehen ohne Waffen rein. Ich bin keiner, der mit Gewaltraubüberfälle macht. Oder ich bin jemand zum Beispiel, der 3-4 Burritos kauft, die vollsetzt, alle sich Baustellenklamotten anziehen und wir so tun, als würden wir dort drin arbeiten. Okay, Bruder, aber eigentlich, schlussendlich war es meine Idee zu schießen, mein Bruder. Guck mal, ich respektiere deine Ideen und ich respektiere dich als Person, ja? Aber mein Bruder, wenn du so weitermachst, irgendwann wirst du draufgehen, Bruder. Und diese Café, diese Wettbüro kann nicht ohne dich. Du bist der Kopf von uns, Bruder. Du darfst nicht draufgehen. Du darfst nicht in Gefahr sein. Lass deine Jungs draufgehen. Egal. Du hast in 10 Minuten, 15 Minuten neue dran geholt. Bruder, wenn du draufgehst, ist vorbei. Ich hab Bruder, verstanden. Ich bin im gleichen Film, ja? Okay, Bruder, ich hab verstanden. Ich hab einen Fehler gemacht, Bruder.
Du das hast ist keinen menschlich. Fehler gemacht, mein Bruder. Das ich ist menschlich, ein Mensch. Abu Khair macht keinen Fehler, Habibi. Abu Khair ist perfekt. Das ist menschlich, Bruder. Habibi. Azadi ruft an. Assalamu alaikum, Frickit Azadi. Mein Name ist Abu Khair und ich komme immer mit einem lautstarken Assalamu alaikum. Alaikum salam. Azadi, was kann ich für dich tun? Was du für mich tun kannst? Du kannst dich beim LSPD Bruder, melden. Oder kannst du mich kurz stellen? Ob du komm, ich soll mich beim LSPD melden und mich stellen? So sieht's aus. Mit welcher Begründung? Du bist Beschuldigter einer Straftat. Ob du nachgehen. Ja. Deswegen möchte ich gerne mit dir mich unter einen Tisch setzen auf, und uns mal unterhalten. Habe ich dein Wort, dass ich das Präsidium wieder verlassen darf? Wenn es sich beweist, dass du nichts damit zu tun hast. Okay. Ich würde das einfach mal so angehen, Fikret Azadi. Ich würde einfach mal vorbeikommen mit meinem Anwalt. Ist das okay? Wer ist Ihr Anwalt? Frost. Isaac Frost. Isaac Frost ist kein offizieller Anwalt von Los Santos. Er kriegt morgen seine Lizenz, also komme ich morgen vorbei. Morgen ist zu spät. Heute wurde die Straftat gebracht und heute muss auch agiert werden. Ha, dann spielen wir einfach Fang die Katze, Azadi. Dann spielen wir Fang die Katze. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei. Hashtag Miau Miau. Hashtag Miau Miau. Hashtag Wuff Wuff. Ich wünsche Ihnen was. Ich bin auf Flucht, Cousin. Also ich bin auf Fahndungsliste. Ja, guck, Bruder. Und das ist halt egal. Wir haben das Thema zugemacht. Halas, ich hab Fehler gemacht, DSL. Wir nächstes Mal wieder machen besser. Abdul, Bruder, Abdul. Ich muss das Geld bunkern. Ich hab 90 Mille dabei. Welcher Garage, Bruder? Hier, direkt Würfelpack. Hey, ich glaub, welche Garage, hey, warte mal. Hier links, hier links. Hey, hier wir kriegen links, Besuch, wir kriegen Besuch, wir kriegen Besuch. Pass auf, wenn man da sieht, Wallah, die wollen was haben. Bruder, ich muss Geld bunkern. Die gehören zu uns. Sind das die Bullen? Nein, die gehören zu bleib uns. Bleib stehen. Alter. Lag, seid ihr behindert oder was, Alter? Bruder, lass mich gehen, ich hab Geld dabei. Lass ihn doch gehen! Auf, Bruder. Ja, bleib stehen! Steig aus! Abdul, die gehören zu uns! Nein, die gehören nicht zu uns, Bruder! Ach, ich weiß das! Okay, woher weißt du das? Das war Lusch! Da sind die doch! Mein Gott, Alter! Was los? Komm, wir gehen bei uns im Laden, wir schließen den Laden ab, komm! Nein, ich kann nicht dahin gehen, Bruder, ich bin auf Verhandlung, Bruder, du kommst doch erst da rein! Ja, wir machen Tür nicht auf! Fahr mal am Dings vorbei, am LSPD. Ach so. Warum stecken Sie mir Schwarzgeld dazu? Du musst in den Knast, Niklas. Was? Ich werf, das sind 12 Dollar, ich schmeiß die weg. Ey. Wo sind sie denn? Helikopter. Nein. Das ist Dings, das ist Boris. Das ist ein Police-Helikopter. Ja, Bruder. Bruder, warum so? Ja, ich musste mich kurz anmelden, ich wollte diesen Fikret von Fetz machen. Fikret? Ja, ja. Kannst weil du ja mich da gerade im Laden ballert, dann so ein Stück Scheiße. Ich will diesen Kadetten ficken, der unter mir steht, aber einen auf die Eier gemacht hat. Sollen wir die packen? Weißt du, wo der ist? Nein, Bruder, ich weiß, wo der ist. Ich bin so rot, ich stehe über dir vom Rang her und du laberst mich voll. Wissen die, dass du bei uns Geisel warst? Ja, ja. Kannst du bezeugen für mich, dass ich mit dem Raub nichts zu tun habe, sondern einfach nur einkaufen wollte? Boah, könnte ich machen, ja. Ich könnte sagen, deine goldene Jacke auf jeden Fall. Okay, sollen wir zusammen zum PD fahren? Ich flieg jetzt dahin, komm einfach dahin, dann funk ich durch, dass du da hingekommen bist. Okay. Wir fahren PD, komm. Abu Khair. Hast du dich doch umentschieden? Ja, ich bin hier vor dem Präsidium, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die sind nicht da. Ich soll nicht da sein? Ja. Ich werde jetzt gleich da sein. Okay. Wenn Azadi kommt, steige ich aus, ich fahre direkt los. Soll ich den noch im Kopf schießen? Nein, du sollst niemanden in den Kopf schießen, Bruder. Ja, aber was ist damit? Du sagst, ich hab Taxi. Ich bin dein Taxi. Nein, wenn ich aussteige, fahr direkt los, Bruder. Ich muss mich hier irgendwie freireden, Bruder. Der Boris ist doch auch der arbeitet bei der PD-Cousin. Der Boris, der Boris ist unsere Geisel, freiwillig unsere Geisel, arbeitet bei der PD. Und der bestätigt gleich, dass ich nichts damit zu tun habe. Hoffentlich zinkt er dich nicht. Wenn er mich zinkt, steht er auf der Liste, Bruder. Lack, mach mal die Tür auf! Tür aufmachen mit Timer. Hey? Guten Abend. Abend. Boris, nimm mich fest. Wallah? Bruder, nimm mich fest und wenn er kommt, sagst du, der Abu Khair ist hier und will mit Fikret reden. Da muss authentisch rüberkommen, Bruder. Der kommt jetzt, dreh dich mal um. 10-4. Was? Das sind Dienste, die Codes hier bei uns. Okay, Jane. Schon stimmt. Diese Police Officer Boris Brustar, wallah. 26.07. Schon, Cousin, noch ein paar Monate hast du Geburtstag, gell? Bruder, dir vertraut niemand. Niemand, alle sagen, Abu Khair ist doch vertraut in mich. Alles dies, das. Was? Wallah, im Funk sagen alle, der ist niemals alleine und dies und das. Fängt doch, ich hab dich jetzt gefesselt zu unserer eigenen Sicherheit, ne? Und du hast das Sperrgebiet hier betreten, deswegen gerne. Sag, dass ich alleine bin. Ja, sag, soll ich hier draußen lassen oder sollen wir irgendwo reingehen? Ah, bring den rein.
Komm. Wie, bring den rein? Kein Salamu alaikum, kein gar nichts? Also selber laufen, ist gut. Assalamu alaikum, mein Name ist Abu Khair und ich komme immer mit einem lautstarken Assalamu alaikum. Alaikum salam. Habt ihr ihn durchsucht? Nein, mich hat keiner durchsucht. Dann bleiben sie mal stehen. Mach dein Ding, Cousin, kein Problem. Ah, Baby, wallah. Du hast schöne Haare, Cousin. Von wo kommst du? Jetzt, ich komme aus Deutschland, tatsächlich. Frau Rotha, können Sie bitte die Waffe aus meinem Gesicht nehmen? Dankeschön. Nein. Wie? Warum nicht? Weil Sie ein flüchtiger TV sind. Ach, Tatverdächtiger? Ja, wieso flüchtig jetzt schon wieder, ja? Flüchtig? Ich bin doch freiwillig gekommen. Trotzdem sind Sie flüchtig. Ich bin doch freiwillig hier. Gesucht. Genau, Sie haben sich gestellt, Sie waren aber trotzdem flüchtig. Ach so, ja, okay. Alles gut. Herr Buster, ich habe ihn noch nicht durchsucht. Bleiben, lassen Sie mal bitte los. Kriegt den gerade nicht los. Herr Buster, wir brauchen Sie auch auf jeden Fall gleich. Ja, das wird natürlich gleich eine Nummer. Herr Sadi, machen Sie eigentlich Sport? Ich mache sehr viel Sport in meiner Freizeit. Ja. Und auch im Dienst tatsächlich. Okay, okay, okay. Was ist das so für Sport, was Sie machen? Fast alles eigentlich. Okay, und warum laufen wir durch ein Labyrinth? Warum nicht? Okay, okay. Setz dich hin. Das ist mein Platz da, wo du gerade hingehst. Möchtest du dich hinsetzen, auch hier? Ja, ich steh lieber. Ich brauch meine Zigarette auf, ganz entspannt. Mit Handschellen? Oh, hier. Mister! Kann ich ihn jetzt eigentlich mal Four Fingers Azadi. Bitte. Darf ich sie jetzt durchsuchen, oder? Ja, machen die auch ihre Arbeit. Das ist alles gut. Ja, die wurden mir die ganze Zeit in Führung weggenommen. Sie müssen Cousin, ja was tun. Cousin, mach deine Arbeit, Cousin. Ja, kein Problem, gerne. Alles klar, passt. Dankeschön, Habibi. Sonst, wie läuft die Arbeit? Alles gut? Soweit, so gut. Selina, ja, was ist passiert? Wir sind hinten im Verhörraum. Komm, verhör mich. Dann erzähl doch mal, was ist passiert da am Shop, Rob? Das ist immer die Frage, Mr. Azadi. Das ist immer die Frage. Was ist passiert? Was ist geschehen? Ich schlender diese Straße entlang und dann hat angefangen, mein Magen ein bisschen zu knurren. Und ich dachte mir, ey, du läufst hier gerade an der Tanke vorbei, geh doch mal rein und gönn dir mal was. Gesagt, getan, ich bin reingegangen und dann komme ich plötzlich nicht mehr raus. Dann heißt es, halt deine Fresse, sag kein Wort, mach deine Hände hoch. Okay, 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 wir verkürzen das Ganze. Also möchtest du darauf hinaus, dass du eine Geisel warst, ja? Geisel von deinen eigenen Mitarbeitern, oder wie? Paar Geisel war ich jetzt nicht. Auf jeden Fall verplappert, damit du da Bescheid weißt. Geisel war ich jetzt nicht. Also ich konnte mich eigentlich frei bewegen die ganze Zeit, aber mir wurde durchgehend die Waffe ins Gesicht gehalten. So, also hast du doch eine Geisel. Und noch bevor ich irgendwie gucken konnte und meine Rechnung zahlen konnte, hatte ich eine Kugel im Kopf und lag auf dem Boden. Und danach war mir ein bisschen schwindelig und dann höre ich ihre Stimme, Mr. Azadi. Also du willst mir sagen, dass du im Laden warst, mich anrufen kannst, mir schreiben kannst, nachdem du einen Kopfschuss von meiner Wenigkeit bekommen hast, das tut mir hier leid für sie, dass ich sie... Ah, das ist ein Kollateralschaden, sie machen ihre Arbeit, Herr Azadi. Also erstmal muss ich sagen... Ganz kurz, lassen Sie mich bitte aussprechen, dass Sie dann noch flüchten können, nachdem ich Sie dann angerufen habe, dass die Mann, dass Sie hier Maus-Katzen-Spiel spielen. Okay, ganz kurz. Bin ich geflüchtet oder bin ich einfach ins Auto gestiegen und bin losgefahren, weil ich mit der ganzen Situation nichts zu tun hatte? Sie waren in sicheren Händen bei der Polizei. Das gilt auch unter Flucht, wenn Sie... Also mir hat Ihre Kollegin Selina, ich habe den Namen gehört, oder Celine, hat mir keine Handschellen angelegt. Sie hat mir nicht gesagt, dass sie mich durchsuchen möchte. Deswegen habe ich gedacht, ich bin ein freier Mann, weil ja kein Haftbefehl vorliegt oder sonstiges mir gesagt worden ist, bin ich ins Auto gestiegen und bin dann losgefahren. Und als sie angerufen haben, sie wissen, Herr Azadi, ich bin ein stolzer Mann. Wenn sie mir sagen, sie wollen mich kriegen oder sie wollen mich festnehmen, dann sage ich, ja okay, fangen die Katze. Was haben wir denn für ein Problem miteinander? Wir müssen halt Schutz vor Strafe nicht. Aber ganz kurz, Herr Bruster. Ja. Sie waren auch Geisel. Ja. Können Sie den Mann hier erkennen? Ja, kann ich. War er Täter? Fragen wir anders. War er eine Geisel? Mit Ihnen zusammen? Also ich sag Ihnen jetzt das, was ich da gesehen habe. Ich selber war bei diesem Libanon-Café oder wie es da heißt, weil ich mir was kaufen wollte. Die haben zu mir gesagt, komm, verpiss dich von hier, gibt's für dich nichts. Alles klar, bin zur Tankstelle gefahren.
dann muss ich leider Gottes wirklich sagen, dass dieser Mann da drüben einfach mit noch einem Mann reinkam und dann ging der ganze Trubel los und dann meinte er was. Und dann hieß es Geiseln. Und er konnte sich wirklich die ganze Zeit frei bewegen. Also der Wortlaut, den die untereinander hatten mit zwei, drei Leuten, was ich von hinten mitkriegen konnte, gab das nicht wieder, als ob die jetzt miteinander zu nichts wären, sondern, wie hieß der, Pablo oder sowas. Der hat irgendwie die Hosen da angehabt. Irgend so ein grauhaariger Pablo. Ich glaube, Pablo hieß der. Ja. Also das, was ich von hinten gesehen und gehört habe. Also scheint nicht so, dass er mit also der Geisel war. Hinten waren die ganzen dieser Pablo und die so ein, was weiß ich, wie soll ich sagen, hier, der gesagt hat, ihr bleibt jetzt hier, ihr macht das. Es wurden ja fünf Geiseln gezeigt, das wäre dann jetzt die sechste Geisel, deswegen ist er auf jeden Fall keine Geisel. Mhm. Weil die Geisel wurde nicht gezeigt. Währenddessen konntest du auch anrufen. Herr Asadi, ich habe auch gesagt. Wir haben Aussagen von Geiseln und Mittätern bekommen, dass sie da auf jeden Fall was da mitbekommen haben. Diejenigen haben wir dann auch freigelassen, weil die halt geredet haben. Und gesagt haben, das war alles Abo-Red. Nein. Da bin ich aus. Da haben wir auch Zeugenaussagen. Deswegen haben wir so lange im SG gebraucht. Wir haben Zeugenaussagen von Geiseln sowie Mittätern. Drei Leute. Genau drei Leute haben es geplaudert, dass das genau alles ihr Plan war. Also. Abo-Red mit der goldenen, mit der gelben, mit dem gelben Mantel. Also, wie gesagt. Ich sag mal so, wir sind ja alles keine Kinder der Traurigkeit, verehrte Herrschaften. Und wenn ich jemanden beschuldigen kann, um Last von mir abzulegen, dann beschuldige ich den, der nichts damit zu tun hat. Ist doch plausibel, oder? Plausibel. Und bei allem Respekt, Herr Asadi, wenn Sie Ihren Kollegen Officer Brusthaar fragen, wie ich gerade den Namen mitbekommen habe, hat er doch gerade bestätigt, dass ich reingegangen bin, wollte was kaufen. Und dann hieß es lautstark, halt die Fresse hier, halt die Fresse da, bla 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 bla. Dann wurde nach meinem Namen gefragt und sie wissen, mein Name hat gewischt in dieser Stadt. Als ich meinen Namen gesagt habe, haben die mir keine Fesseln angelegt und haben mich einfach frei rumlaufen lassen, aber ich durfte den Laden nicht verlassen. Ja, also das stimmt wirklich. Also und noch bevor, ganz kurz Herr Officer, ganz kurz bitte. Und noch bevor ich irgendwie gucken konnte, hatte ich eine Kugel im Kopf. Und der Anruf, Herr Asadi, den Sie angesprochen haben, ja, der ist passiert, richtig, aber vor dem ganzen Geschehen. Ich habe Ihnen gesagt, kommen Sie schnell, Hilfe, danke, ich brauche Sie, kommen Sie hier. Aber irgendwie habe ich Sie dann nicht mehr erreicht gekriegt. Und das ist eine Sache, da frage ich mich, wie cool sind wir eigentlich miteinander, Mr. Asadi, wenn ich nach Hilfe brauche, ja, nach Hilfe frage und ich die Hilfe nicht von Ihnen kriege. Aber Ritz. Ja. 13.12 Uhr sind wir am Laden eingetroffen. Ja. Aber wie kann es denn sein, dass drei andere Geiseln bestätigen können, dass sie was damit zu tun haben? Erstens das. Zweitens, Moment ganz kurz. Ich habe ihr Mantel, zwar nicht ihr Gesicht erkennen können, aber ihr Mantel. Ja. Hinter der Scheibe. Ja. Und von Anfang bis Ende kam keiner rein und keiner raus aus dem Laden. Korrekt. Sie waren auf jeden Fall im Laden und meinten, sie brauchen Hilfe am Café Cusis. Nein. Ich meinte, ich bin gerade, doch. Nein, ganz kurz, ja, ich habe Hilfe gesucht. Ich war in einer ekligen Situation, habe sie angerufen und brauchte eigentlich Hilfe vor Ort, wo ich bin. Und vor Aufregung und ganze Waffen ziehen hier und Waffen da und schieß auf den und mach das, habe ich mich einfach verplappert in dem Moment. Wir müssen ja nach den Grundlagen gehen. Die Grundlage ist, dass du gesagt hast, ich brauche Hilfe am Café Cusis, komm schnell. Also, ich habe gesagt, ich brauche Hilfe. Das ist richtig. Ich hatte das Gefühl, dass du mich da weglocken wolltest, sodass deine Leute da den. Nein, also erstmal sind das nicht meine Leute, Mr. Asadi, ja. Zweitens war es einfach nur die Aufregung. Ich habe ihnen gesagt, kommen Sie, Hilfe, kommen Sie schnell, ich brauche Ihre Hilfe. Und dann habe ich gesagt, Kaffee, ja, aber wegen der Verwirrung. Ich meinte eigentlich, kommen Sie hierhin zur Tanke. Oder so. Aber wenn sie keine Geisel sind, warum haben sie die Verfügung zu telefonieren, zu schreiben, obwohl ihnen eine Waffe auf den Kopf gehalten werden? Irgendwie ganz komisch. Ich habe gerade gesagt, das ist richtig, ich war keine Geisel und konnte mich frei bewegen. Und in einem Moment, warum ist das so? In einem Moment, wo ich mich unbeobachtet gefühlt habe, habe ich schnell agiert. Und deswegen war die Aufregung auch so groß. Aber warum sind sie der Einzige, der sich frei bewegen durfte? Und die anderen nicht.
Ich denke mal, ich kenne die Leute nicht, die da agiert haben, aber ich denke mal, der ein oder andere hat den Namen Abu Khair hier und da schon mal gehört und hat sich gedacht, bevor wir jetzt hier Fesseln anlegen, werden wir im Nachhinein auf jeden Fall Probleme kriegen. Ja? Und deswegen hat man mich respektiert, sage ich einfach mal. Und warum sagt man dann, wenn man sie respektiert, dass sie der Täter waren und dass alle ihre Idee sind und dass sie der Boss sind in dieser ganzen Geschichte? Das ist verkehrte Politik, Herr Azadi. Warum ist das eine verkehrte Politik? Das ist die Politik der Straße, Herr Azadi. Sie sind ein Freund des Gesetzes und ich weiß, wie es auf der Straße läuft. Und wenn ich einfach Verdacht von mir ablenken möchte, schubse ich es einfach auf den, wo ich der Meinung bin, dass er nichts damit zu tun hat. So hat sind vier. Habt ihr das gehört, Kollege? Ja, ich hab's gehört. So, Herr Azadi, ich sag mal so. Ich glaube, unabhängig von dem, was ich gesagt habe, hat Ihr Kollege, Officer, auch, sag ich mal, zu meinem Gunsten gesprochen. Ja. Und kann lautstark bezeugen, dass ich da einfach zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen bin. Und deshalb, Mr. Azadi, würde ich Sie einfach bitten, mir die Handschellen abzulegen, um mich gehen zu lassen. Ich habe noch eine Frage einmal. Ganz kurz, das machen wir gleich. Nee, das war nicht deswegen. Eine andere Frage. Geht es um das, was im Funk gerade war? Nein, darum geht es nicht. Sie sagen doch gerade, Sie von den Geiseln, die da als Geisel genommen worden sind, kannten keinen. Wer klatscht denn hier seine Eier auf den Tisch? Ich habe nicht gesagt, dass ich als Geisel genommen worden bin. Das habe ich hier. Ich habe gesagt gehabt, dass Sie eine von diesen Geiseln kannten. Nicht kannten. Entschuldigung, nicht kannten. Haben Sie gerade gesagt. Wie nochmal? Ich verstehe Ihre Frage nicht. Ich bin gerade. Sie haben ja gerade gesagt gehabt, so, dass Sie die Geiseln nicht kannten oder nichts mit ihnen zu tun hatten. Ist das so richtig? Ich habe gesagt, dass ich die Geiseln nicht kannte? Ja. Wann habe ich das gesagt? Haben Sie jetzt gerade gesagt. Vor 5 Minuten. Ich habe gesagt, ich kannte die Geiseln nicht? Haben Sie gesagt gehabt und Sie haben mit den Geiseln nichts zu tun. Habe ich das gesagt, Herr Azadi? Sie haben gesagt, dass Sie damit nichts zu tun haben. Ich habe gesagt, ich habe nichts damit zu tun. Ich habe aber nicht gesagt, ich kenne die Geiseln nicht. Also Sie kennen die Geiseln? Das habe ich auch nicht gesagt. Kennen Sie die Täter? Die Täter kenne ich nicht, aber anscheinend kennen die Täter mich. Aber die Geiseln kennen Sie ja auch. Und die Geiseln, drei Geiseln, dass Sie damit... Also, Mister, darf ich mal... Sie reden die ganze Zeit mit mir und haben mir nicht einmal Ihren Namen verraten, Alter. Was ist los mit dir? Name ist Herr Krausel. Sie haben ja nicht nachgefragt. Officer Krausel, versuchen Sie mir nicht die Worte auf meine Zunge zu verdrehen. Ich weiß, was ich sage. Ich verdrehe die nicht. So, und was ich gesagt habe, ist von Anfang an, ich war keine Geisel, mich hat man respektiert, deswegen konnte ich mich frei bewegen. Und als ich gerade, ganz kurz, als ich gerade in dem Laden, ja, eine Minute hatte, wo ich mich unbeobachtet gefühlt habe, habe ich Mr. Azadi angerufen und um Hilfe gebeten. So, und aufgrund der Aufregung habe ich Kaffeekusi gesagt. Ich meinte aber den Laden. Und Ihr Kollege, der da hinten in der Ecke steht, kann doch bezeugen, dass ich mit dieser ganzen Scheiße nichts zu tun hatte. So, und wenn ihr kein... Aber 3 Gegenaussagen, das ist das Ding. So, und ich habe Ihnen diese Aussagen auch erklären können. Ich habe gesagt, wenn ich in die Scheiße getrieben werde, schubse ich diese Scheiße einfach auf den, wo ich der Meinung bin, dass er am wenigsten damit zu tun hat, um für meine Gunsten rauszukommen. Ja, ich habe alles das was ich hören wollte. Kollegen, wir besprechen uns einmal im Nebenraum. Ey, wenn das klappt, ne? Wenn das klappt, bin ich der absolute Motherfucker. Verdammte Scheiße, bin ich gut! Okay, jetzt kommt die Aufregung, Alter. Wenn das jetzt nicht aufgeht, bin ich maximal ekelhaft unterwegs. Show, Prinzessin. Mhm. Wie geht's dir? Mir geht's super. Darf ich deinen Namen wissen? Selina. Oh, Selina, du bist Krieger. Wenn du willst, komme ich wieder und sing für dich Lieder. Ja, Habiba, ja, Habiba. Man sieht sich immer zweimal, Kollege. Zweimal und beim zweiten Mal haben wir ein Date. Habibi, Wallah. Mach nicht los, gib Kuss. Er möchte es aber gerne, dass ich irgendwie für ihn rede. Ich sag das, was passiert ist. Er sagt, bist du geschmiert worden. Hallo, Joya Spiegelbild. Wie geht's dir, Spiegelbild? Wallah, du bist... Jo, Selina, was kann ich für dich tun, Habiba? Machst du mir die Handschellen ab? Nein. Warum nicht? Ich so aus? Wieso sollte ich? Ich stehe auf Fesselspiele. Das habe ich mir schon gedacht. Trägst du immer eine Brille? Ja. Komm bei mir zum Chillen. Hast du immer rote Lippenstift? Ja. Küss mich, ich bin dein Gegengift. Nicht Selina, betrügst du mich gerade mit dem? Oh, deine Kollege steht auf mich. Habiba, Wallah, ja, rote Haare. Betrügst du mich gerade mit dem? Kommst du hier, Rota? Das ist die Perle mit den roten Haaren, hä? Wallah, ich mag dich. Wie heißt die? Was ich wirklich selber gesehen habe. Das ist meine Kollegin. Wie ist ihr Name? Das kann ich jetzt nicht sagen. Kannst du nicht sagen? Mm-mm. Kommst du bei mir schlafen?
Sie schreien auch noch rum, das ist super, wirklich. Ich schreie auch noch rum? Mhm. Meistens, er ist krumm. Könnten Sie jetzt wenigstens ein wenig professionell bleiben, bitte? Ah, Entschuldigung. Ne, Dankeschön. Du bist so schön. In deinen Augen weiß ich, du willst seriös. Richtig? Mhm. Selina, du bist mir wichtig. Selina? Ja? Trägst du immer Weste? Ja. Habibi, wallah. Aber du bist du keine Lesbe? Nein. Okay. Erzähl mal ein bisschen von dir, Selina. Was möchtest du wissen? Ich will alles wissen. Tu mir einen Gefallen und schreib deinen Namen auf meinen Kissen. Damit du von mir träumst? Damit ich träume. Heute bist du meine Beute. Wie lange machst du das schon? Sei mal ehrlich. Selina! Mann, wie lange arbeitest du schon hier? Du hast mich geknallt, Alter. Wallah, antworte doch einfach meine Frage. Seit zwei Tagen. Seit zwei Tagen. Bitte ein bisschen leiser. Ah, Entschuldigung. Habibi Azadi, wallah, ich bin am Flirten. Mach keinen Scheiß jetzt gerade, yo. Jetzt, was wird das? Keine Ahnung. Ich will doch einfach nur nach Hause gehen. Ich bewege mich nicht von Stelle. Es sei denn, ich gehe mit Selina auf eine Zelle. Anlehren. Wegskin, vier Finger zählt. Ey, Selina, die geht durch Wände, wallah. Gleis 9, 3 Viertel! Wo ist der hin? Hallo? Da würde ich wieder reingehen müssen. Wir kommen gleich. Gib mal bitte einen Raum, bitte. Du kommst ja gleich? Wir erscheinen gleich. Aha, okay. Azadi, du bist doch eine Erscheinung, wallah. Ich hab nichts gemacht, wirklich. So, ey, das dauert mir viel zu, dann kommt man jetzt hier alle hin. Was denkst du? Wenn du noch einen Schritt rennst, ich schwöre dir, ich schieße dir sofort in den Kopf, ich habe keine Lust darauf, hey, okay? Hat mich irgendeiner, warte mal ganz kurz, hat mich rein, irgendeiner da gefragt, ob ich auf Toilette will? Ey, mich hat keiner gefragt, ob ich auf Toilette will. Los, geh jetzt in den Raum rein. Ich geh in den, egal. Und wenn das du dann dauert den nicht mehr lange, das können sie noch halten. Ich geh. Wenn du dann den Aschenbecher pissst, jetzt geh in den Raum. Wie soll ich pissen, wenn ich Handschellen anhabe? Geh jetzt da rein, lass einfach laufen. Ey, beruhigt euch mal. Geh jetzt da rein, lass laufen. Lass laufen? Mit wie viel kann man dich kaufen? Wirklich? Die ganze Zeit wirklich? Macht er sowas. Ich mach das wirklich noch, ne? Und ihr sagt, ich mach was. Selina? Kannst du jetzt einfach hier stehen bleiben? Leck, ich muss kacken! Das Geld haben wir nicht bei ihm gefunden. Die Waffe, ich weiß, hat er eine Waffe gehabt? Weiß ich nicht. Ich hatte keine Waffe! Redet leiser! Ich hatte keine Waffe! Selina, gib mir mal eine Rechnung von $5,000. Aber natürlich. Ich krieg Strafe von $5,000? Ja, das machen wir jetzt. Was ist deine Rechnungsnummer? 91. Oh, aber red. Ja. Wir haben die Anzeige fallen gelassen. Wer ist der King? Wer ist der King? Die Anzeige auf ich bin lassen, der King! Aber wegen Entziehung polizeilicher Maßnahmen bekommst du einen Geldboost von $5,000. Warte mal ganz kurz, warum 5.000? Ich habe gar nichts gemacht. Entziehung polizeilicher Maßnahmen. Du hast dich von der polizeilichen Maßnahme entzogen, ob du es wusstest oder nicht. Hey, die Selina hat mich doch festgenommen. Was? Der hat mich geschlagen? Hey, ich habe niemanden geschlagen. Du bist geflüchtet. Und ist dann abgehauen. Ich habe niemanden. Ich habe niemanden geschlagen. Ja, alles gut. Ja, stell keine Anzeige. So. Habibi, Selina, wallah. Machst du keine Anzeige, erhältst du volle Brandbreite, wallah. Habibi, Selina. Halt solche Sachen. Selina, gib mal deine Nummer gegen, guck mal. Oh mein Gott. Selina? Ich bin während der Arbeitszeit. Du gibst dem gar nichts von dir. Der verzieht sich jetzt hier. Ey. Ich bin ja auch am Arbeiten. Geh dahin, wo der Pfeffer wächst. Das hab ich ihm schon klar gemacht. Da, wo der Pfeffer wächst? Zieh ab. Ich steche zu wie ein Wespennest. Ja. Okay, guck mal, mit deinem kleinen Stachel kannst du woanders zustechen. Abo. Was reimt sich auf Gemüse? Soll ich mal sagen? Was soll ich dir sagen, was drauf reimt? Was denn? Felgendüse. Abflug, kleine Hummel hier. Sehr gut. Die kleine Hummel. Oh mein Gott, du stichst nirgendwo zu. Hat los große jetzt. Stummel. Mit deinem kleinen Stummel. Mach mal auf, Habibi, mach mal auf. Mach mal auf, ich bin ein freier Mann. Chat, jetzt macht kein Faxen, wallah. Seid mal ehrlich. Wer ist RP-Motherfucker, wenn es um Verhör geht? Wie oft haben die Bullen mich angehalten und wie oft bin ich davon gekommen? Wie oft? 7-mal? 8-mal? King!